Wechselstrom im Kindergehirn ist so ein bisschen unsere Überschrift für den Bereich der bilateralen Hemisphärenstimulation, vielleicht auch für den Bereich des idealen Lernzustandes, wo wir einfach mal aufzeigen wollen, viele Blockaden, viele emotionale Blockaden, Probleme, Emotionen, die wir haben, entstehen im limbischen System im Gehirn. Und wenn wir Thematiken haben, die uns antriggern, das heißt einen Gedanken, der uns in eine Emotion bringt, dann löst das sich nicht von alleine einfach auf. Und das ist etwas, was wir bei uns in der Ausbildung genau besprechen und Ihnen auch zeigen, wie man ein negatives Gefühl auch innerhalb von Minuten ganz leicht löst. Ist manchmal schwierig, eins zu eins zu Hause umzusetzen, ohne dass man die Hintergründe aus der Ausbildung kennt. Was durchaus funktioniert, ist das Lernen mit der Lern-CD, weil auch hier die bilaterale Hemisphärenstimulation angeregt wird. Allerdings nicht mit dem Hintergrund der Blockadenlösung, sondern mit dem leichter Lernen. Wobei wir auch hier den Bogen in der Ausbildung machen, weil es vielleicht auch noch mal einen Tipp oder eine Idee oder einen Trick braucht, wie ich diese Lernkompetenz in die Schule bringen kann. Weil ich darf in der Schule in der Regel keine CD hören. Und da braucht es vielleicht auch den einen oder anderen Kniff, die Kinder so ganzheitlich zu unterstützen. Deswegen laden wir Sie da ein, tauchen Sie mit ein in die Möglichkeiten, die Sie als Kinder- und Jugendcoach oder durch die Ausbildung als Elternteil oder für ein späteres Angebot bei uns lernen können. Sie können sich hier auf der Seite informieren, einen Kommentar hinterlassen, bei uns anrufen, Fragen stellen, E-Mail schicken oder sich auch gerne bewerben auf eine der kommenden Ausbildungen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank.